Hallo, hier ist wieder eure Gartenfee Maya von Mayas Insel. In diesem Video möchte ich euch die Katzenabdeckung zeigen, die ich gebaut habe. Es ist nämlich so, der Katzensenior und Mrs. Whiskers, die können ja, wenn sie wollen, im Hof rumlaufen. Und unser Hof ist begrenzt durch Hauswände und ein Hoftor. Und ich habe das immer so gehandhabt, dass wenn der Katzensenior raus wollte oder die Katzensenior, sie ist ja weiblich, wenn sie raus wollte, habe ich halt die Tür aufgemacht und so halt, wenn ich zu Hause bin. Dann kam aber eine Mrs. Whiskers dazu. Der Mrs. Und die Mrs. Whiskers, die ist so winzig, dass sie sich schon drei oder viermal dachte, sie muss jetzt unter den kleinen Schlitzen unter dem Hoftor durch. Das kann ich euch mal zeigen. Also die Katze kommt ohne Probleme hier drunter und man kann sehen, was das für eine Öffnung ist. Das ist vielleicht meine Hand einmal so. So, und da sind halt im Hof auch solche Spalten. Und ich weiß nicht, woran das liegt, ob das daran liegt, dass Mrs. Whiskers eigentlich eine Straßenkatze ist oder so. Aber sie meint, wenn da ein Loch ist und sie da durchpasst, muss sie da durch. Und die war schon zweimal auf der Hauptstraße. Was theoretisch nicht so schlimm ist, aber ich kann die Katze halt nicht einfach rauslassen, so, und sie kann reinkommen, wann sie mag, weil, also, das Problem ist hier an der Hauptstraße, so, wenn nachts Leute fahren, dann fahren die nicht mit 30, wie man es machen sollte, sondern die fahren halt irgendwie mit 60 hier lang, und dann mache ich mir halt schon Sorgen um Mrs. Whiskers, und das muss ja auch nicht sein, und das Problem ist, die Mrs. Whiskers, so lieb sie auch ist, aber sie hört nicht auf ihren Namen oder auch nicht auf Rufe. Das heißt, als ich einmal nachts versucht habe, die Mrs. Whiskers wieder von der Hauptstraße zu holen, war das ganz schrecklich, weil sie nicht auf Leckerlis reagiert hat, sie hat nicht auf ihren Namen reagiert und dann musste ich sie halt quasi irgendwie einfangen. So, und das möchte ich nicht mehr. Und ich habe es noch ein, zwei Mal versucht, ohne Schutz oder so, aber das funktioniert nicht. Tagsüber geht sie halt, weil die Mrs. Whiskers dann zwar rausrennt manchmal, aber wenn da ein Auto kommt, kommt sie schnell wieder her. Aber insbesondere nachts geht das nicht. Und ich lasse die Katzen überwiegend nachts raus, beziehungsweise der Aquarianer oft, weil der auch länger wach ist als ich. Und ich habe das Tor abgedeckt mit einer Pappkonstruktion, die man hier sehen kann. Ja, habe ich halt so ein bisschen zugeschnitten und dann so am Tor langgepackt quasi. Funktioniert theoretisch auch gut. Ich überlege auch, ob ich die Pappe jetzt beibehalte, aber das ist natürlich weder optisch schön noch ist es irgendwie robust, so auch wenn es regnet oder so. Also war ich heute im Baumarkt, genau genommen, nee, den Baumarktnamen nenne ich nicht. Im Baumarkt habe eine Katzentorabdeckung gebaut und ich habe mega Angst. Ich kreuze meine Finger, dass die nicht passt, weil ich nicht gemessen habe, sondern dieses Konstrukt habe ich gebaut anhand meiner Pappvorlage hier, weil das ist halt kein Tor, wo du sagen kannst, ah ja, überall Loch von 10 Zentimetern, sondern nee, das sind dann hier 10 und dann sind es hier 7 oder so und das schwankt halt irgendwie so. Also habe ich eine Konstruktion gebaut, die halt eher der Pappe gleicht. Und ich habe, also meine Nachbarin hat zum Beispiel vorgeschlagen, ich könnte doch auch einfach so, so Latten, so Bodenlatten da vorlegen vors Tor, damit alles dicht ist. Aber das fand ich irgendwie doof, weil, also ich habe das Gefühl, der Katzensenior und die Mrs. Whiskers auch, die schauen schon gerne nach draußen, also auch so auf die Hauptstraße. Und deswegen, weil ich halt wollte, dass sie trotzdem noch rausgucken können und nicht nur, ja, nicht nur hier im Hof so sind, so abgeschottet irgendwie, habe ich die Holzbretter verbunden mit so einem Gitter. Das habe ich im Baumarkt gefunden. Das finde ich eigentlich nicht so schlecht. Das Problem ist, es ist sehr scharfkantig so. Also, wenn man hier so drüber fasst, geht's eigentlich. Aber wenn du halt hier was abschneidest am Rand, schneidest du dir schon schnell in die Finger. Also, ich glaube, das sieht man nicht mehr so. Aber ich habe mir vorhin schon ordentlich in die Finger gesäbelt und in meinen Handrücken. Aber das ist halt eigentlich nicht schlecht, weil das nicht so labbelig ist, so, ne? Sondern das ist halt mega robust und du kannst es theoretisch auch so ein bisschen knicken und dann bleibt es halt auch so in der Form. Und das könnte eigentlich ganz gut passen, damit halt auch, weil wenn ich jetzt so ein weiches,
Dings gehabt hätte, so ein weiches Rost, dann wäre ja aufgrund des Gewichts der oberen Holzleiste, wäre das Ganze ja immer umgeknickt. Und das fand ich halt blöd. Also habe ich mich dafür entschieden, habe es halt zugeschnitten, wie man es hier auch sehen kann. Habe Holzbalken aus dem Baumarkt geholt und habe mir eine Säge gekauft. Hier. Können Leute im Baumarkt, also ich weiß nicht, was da immer los ist, aber mich kann nie einer beraten. So, ich habe halt gesagt, ich hätte gerne eine handliche Säge, um diese Teile hier zu durchsägen. Und das funktioniert halt irgendwie alles nicht. Aber vielleicht mache ich das auch nicht so, wie man es machen sollte. Ja, habe ich halt zum Teil durchgesägt und so. Und dann habe ich hier halt zwei Stücke gebraucht. Und dann dachte ich, ah ja, nehme ich Holzleim, klebe die zusammen. Und ich dachte hier. Es ist halt auch gefestigt durch diesen Rahmen, aber das kannst du voll vergessen. Das hat sich hier immer, ist immer so abgeknickt und so. Deswegen habe ich das jetzt noch durch einen extra Holzbalken so, ne, versucht zu versiegeln, versuchen zu kaschieren, was da so passiert ist, ne? Man kennt es ja. Und dann habe ich hier, das ist an einer Stelle des Tores, wo Holz, also da passt kein Holzbalken durch, da habe ich halt dann nur dieses Gitter und dann hier an der anderen Stelle noch das hier. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt auch passt. Die Wahrscheinlichkeit ist nämlich auch nicht so gering, dass es nicht passen könnte, aber das werden wir gleich sehen. Und man kann hier sehen, wie ich das hier hinten gemacht habe. Ich habe dann hier das umgeschlagen, also mit einem Hammer draufgehauen, weil das zuerst so abstand. Und dann habe ich hier überall Nägel reingehauen. Und hier auf der anderen Seite auch, da wo halt dieser, was auch immer, was ist das, Metallrahmen ein bisschen dicker ist. Ja, und das ist halt jetzt meine Konstruktion und sieht auf jeden Fall robuster aus. Das ist eigentlich lila, aber das sieht so blau aus. Und schöner als dieses Pappding und vorausgesetzt, das Tor ist jetzt zu und ich störe keine Nachbarn und so, werde ich jetzt mal rausgehen und gucken, ob das denn auch passt. Denn der Katzensenior weiß gar nicht, wo die jetzt ist. Nee, die ist jetzt nicht mehr an der Tür. Die war nämlich schon ganz, ganz scharf darauf, jetzt auch rauszugehen. So, ich ziehe mir dann die Aquarianerschuhe an. Das ist meine Kleidung. Die muss ich gleich in die Wäsche tun. Das war eine Sauerei hier. Das kann man sich nicht vorstellen. Und da habe ich draußen im Hof noch mir winterharte Pflanzen zugelegt. Kann ich euch auch ein Video zudrehen. Und alles war voller Erde und so. Ja, jetzt wollen wir doch mal gucken, ne? Also ich melde mich dann bei euch wieder, wenn ich festgestellt habe, ob diese Konstruktion passen könnte oder ob ich mich total verschätzt habe, was wir ja nicht hoffen wollen, gell? Also ich habe positive Nachrichten. Können wir mal hier hingehen? Es passt quasi wie angegossen. Gut, mal abgesehen davon. Doch hier können die Katzen vielleicht so ein bisschen rausgucken. So, hier, das geht hier einmal lang. Dann ist hier das hier umschlossen. Und hier ist noch ein Holzbalken, damit die Katze auch nicht hier durchkommt. So, hier kommt die eh nicht durch. Und es sieht hübsch aus. Würde ich sagen, haben wir ideal gemacht. Hier, und ich habe hier winterharte Pflanzen eingesetzt. So, also die sind echt alle hier auch zum Teil. Aber das kann ich euch ja in einem anderen Video zeigen. Ich bin mega stolz auf mich. Ich hätte nie gedacht, dass das so gut klappt. Besser hätte es nicht laufen können. Wirklich nicht. Mit dem Draht und so ist mega chillig. Mal abgesehen davon, dass ich jetzt noch lila Farbe habe. Ich hoffe, ich habe keine lila Farbe an meiner Hose oder meinem Pullover jetzt, das wäre ein bisschen doof. Aber ja, sieht man, wenn man es selbst macht, macht man es doch am besten. Ich wette, kein Handwerker hätte das so gut nach meinen Vorgaben hinbekommen wie ich selbst. Ja, bin ich stolz auf mich. Also, falls ihr ebenfalls eine Abdeckung für eure Katzen für solche Stellen braucht, meldet euch gerne. Nee, warte mal, richtet euch gerne nach diesem Video. Und wir sehen uns dann bald wieder. Eure Handwerker Maya, Handwerker Maya, Handwerkerin Maya von Mayas Insel.